Servus Leute, herzlich willkommen im neuen Part Europa Universalis 4. Und in diesem Part werden wir ein wenig bauen. Denn ich möchte jetzt endlich diese Institution haben. Denn weil wir diese Institution nicht haben, droht nämlich uns, dass wir den Status als Großmacht verlieren. Wenn wir das nicht rechtzeitig erforschen. Weil wir kriegen hier einen Abzug von 33% auf unsere Stärke. Und das wollen wir dann nicht, ne? Wir müssen jetzt irgendwie... Wie können wir das denn fördern, diesen globalen Handel? Grenzer Provinz mit globalen Handel. Provinz Handelsmacht mindestens 35. Provinz ist ein Handelszentrum von mindestens der Stufe 2. Okay. Druckerpresse vorhanden. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Handelseinfluss, würde ich behaupten. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht ein paar... ein paar Märkte bauen. Oder solche Dinge. Handelsdepots. Denn die erhöhen das Ganze. Zum Beispiel einen können wir in London bauen. In Lothian. Halt da, wo es halt am rentabelsten ist. Und Forderung nach Frieden ist eigentlich schon vorbei, weil wir haben den Krieg ja schon gewonnen. Es herrscht gar kein Krieg mehr. Warum immer noch dieses Dingens da ist, kann ich mir eigentlich nicht erklären. Sie nimmt ab. Friede ruft nach Frieden. Das ist doch nicht mehr da. Also wir haben doch keinen Krieg. Ne? Also verstehe ich nicht ganz. Eigentlich müsste das verschwinden. Mit Herzogang aus Schweden. Nein. Wir hassen euch jetzt. Genau, wir haben im letzten Part den Krieg gegen die Schweden beendet. Und jetzt haben die Norweger ihre Provinzen erhalten. Der Nachteil ist jedoch, diese Provinzen sind sehr, ja, sind sehr rebellisch. Und es werden hier sehr wahrscheinlich Rebellen auftauchen, die versuchen werden, ihre Forderungen durchzusetzen. Von daher sollten wir... Alter, ich verstehe nicht, warum das noch da ist. Das muss eigentlich verschwinden. Wir haben doch Frieden. Erkennt das Spiel nicht, dass wir Frieden haben? Naja, vielleicht den Monat noch abwarten. Das gibt's doch nicht, das verschwindet nicht. Ah, jetzt ist es weg, okay. Gut. Okay, wir verlieren Innovationsfähigkeit. Ja, wir sind technologisch auch hinten. Das liegt daran, weil wir hier den globalen Handel immer noch nicht erforscht haben. Er verbreitet sich zwar in unserer Provinzen, aber sehr langsam. Und das müssen wir beschleunigen. Und deswegen baue ich jetzt auch ein paar Märkte, damit das Ganze sich ein bisschen beschleunigt. Wir haben keine Debatte im Parlament. Dann fangen wir eine Debatte an. Nehmen wir mal die Truppenquartiere. Das senkt den Unterhalt unserer Armee. So, wir können jetzt hier... Korruption hätte ich nicht so gerne. Machen wir sowas. Militär. Das hier nehmen wir noch. Legitimität. Ja, komm. Administrative Macht. So, okay. Das senkt jetzt den Unterhalt unserer Armeen und auch den Verschleiß unserer Armeen. Ja, jetzt verlieren wir nicht mehr ganz so viel. Und Luango ist konvertiert. Wir müssen das Ganze mal an. Religion. Ja. Also wir haben jetzt ordentlich Provinzen hier im Kongo konvertiert. Und hier bauen wir auch
gerade unsere neue Kolonie hier auf. Die in 130 Tagen angefangen wird zu bauen. Ja, genau. Was macht meine Flotte eigentlich da? Wo wollt ihr hin? Wir können jetzt eigentlich wieder ein wenig handeln mit unserer Flotte. Wie sieht es denn aus auf der Handelskarte? Gehen wir mal da rein. Ja, nein, das ist Diplomatie, Handel. Ja, die Lande schöpft hier eindeutig zu viel ab. Wir müssen hier irgendwie den Holländern ein wenig Handelsmacht klauen. Ich denke mal, ich gehe jetzt hier voll auf Piraterie. In dem Ärmelkanal. Brauchen wir unsere leichten Schiffe. So, Mission ausführen. Freibeutemission im Ärmelkanal. Es gibt uns. Ja, Sevilla wäre aber effektiver, aber komm, wir machen den Ärmelkanal. So, das müsste uns ein wenig Handelsmacht geben. Hier sind wir die Veränderung. Krass, dass die Niederlande hier so stark vertreten ist. Obwohl die gar nicht so stark sind. Aktuell. Sind verbündet mit Dänemark, Köln und Portugal. Okay. So, wir können hier auch wieder konvertieren. Das ist alles so teuer gerade. Das ist am günstigsten. Der Voltasee. Voltasee, das ist hier. So, Fahle hatte uns wieder als Rivalen bestimmt. Warum eigentlich? Warum macht ihr sowas? Ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind keine Freunde. So, australische Rebellen. Wir haben noch drei Schiffe. Die können wir eigentlich hier rüber schicken. Minus 5 nur noch. Ich könnte eigentlich den Militärunterhalt ein wenig senken. Ich denke mal, jetzt tauchen jetzt aber keine Rebellen auf die Schnelle auf. Ja, schöner Bug. Senkt mir mal den Unterhalt um die Hälfte. Wir müssen halt aufpassen wegen den Rebellen, ne? Wir können eine religiöse Aktion ausführen. Lösen wir ein paar Klöster auf. Ich denke mal, wir müssen jetzt ein bisschen Gold ansparen, damit wir hier die Institution kaufen können. So, wir sind besessene Perfektionisten, das erhöht unsere Baukosten. Nachlassende Produktion. Na, Produktionseffizienz für 10 Jahre. Na komm, nehmen wir die Inflation. Das baut sich eh ab. Glaube ich. Das baut sich gar nicht ab. Senken wir das mal ein wenig.
Hier wieder ein Stände-Event. Die kann ich eigentlich frei entscheiden. So, wie sieht es eigentlich aus mit Norwegen? Wir können Norwegen ja annektieren. Machen wir das einfach mal. Das dauert wahrscheinlich einige Jahre. Es geht sogar gar nicht, weil wir haben wahrscheinlich noch den Modifikator. Diesen negativen hier. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hier. Das heißt, wir müssen 6 Jahre warten, bevor wir wieder eine Nation integrieren können. So, wir können ja währenddessen schon mal den Krieg gegen die Huronen vorbereiten. Wir sollten aber nicht alle Truppen hier aus Skandinavien rüberschicken, weil der Aufstand doch recht hoch sein könnte. Gut, die Norweger kornen jetzt ihre Provinzen, die ich denen gegeben habe. Also nicht denen, ne, sondern den Norwegern. Schicken wir mal die 30 hier nach Oslo. Wir verlieren Innovationsfähigkeit. Blöd. Also wir müssen hier immer ein Auge drauf werfen auf unseren Verbündeten. Wie viele Rebellen drohen denn? Also es drohen 16.000 schwedische Nationalisten und es drohen 15.000 dänische Nationalisten. Die können wir vielleicht, ja klar, die können wir locker, solange wir hier 30 Truppen da lassen, können wir die locker schlagen. Wir sollten vielleicht mehr Transporter bauen. Nur 10 Transporter erscheint mir ein wenig wenig. ja, ich will zwar ein bisschen Geld ansparen, aber wir müssen hier flexibel sein, was die Logistik angeht, wenn wir hier so ein verbreitetes Inselreich sind. Das heißt, ich baue jetzt mal ein paar Merchantmans. Komm, gönnen wir uns noch 2 Galeonen, 2 Riesenschiffe. Und jetzt können wir noch ein paar solche hier bauen. So, dann sind wir wieder langsam an unserem Flottenlimit. Exzellente Minister. Wir haben das Glück gehabt, einen exzellenten Minister zu ernennen, dessen Handlungen wahrscheinlich von großem Nutzen für unser Reich sein werden. Also wir müssen administrative Vorzüge nutzen, gibt uns Prestige. Militärische Vorzüge nutzen. Militärisch. Ich glaube, ich nehme militärisch. Wobei, wir sind hier 2 Technologien hinten. Ach, dann nehme ich die administrativen. Wie sieht's aus mit unserer Regierungsform? Die ist noch gesperrt. Nicht genügend Fortschritt für Regierungsreform, um diese Reform zu erlassen. Okay. Die nächste können wir wahrscheinlich erst in 30 Jahren machen. Gut, ja. Wir können die schon mal rüberschicken. Und zwar nach New Haven. So, der Woltersee ist nun konvertiert. Tja, jetzt wird es richtig teuer, was das angeht. Wir können ja eigentlich mal unsere Autonomien anschauen. Wie hoch können wir die denn senken? Eigentlich fast gar nicht, ne? Wir haben auch gar nicht so viele Provinzen, die so
Autonomie sind. Hauptsächlich so kongolesische Provinzen. Das sind aber dann auch natürlich auch die teuersten, was das Konvertieren angeht. Ja, 30 ist mir eindeutig zu teuer. Villa. Ja, 7. 7 könnte ich mir eigentlich leisten. Trotzdem ist das auch sehr teuer. Die Frage ist, wie rentabel ist es dann? Das ist eine 8er. Gehen wir mal in den Religionsmodus. Das ist eine 20er, also es wäre sehr rentabel, wenn man die konvertieren würde. Und das ist eine 9er. Ich glaube, ich warte doch lieber. 75% Autonomie, also das ist eindeutig zu hoch. Hier auch. Vielleicht, weil es Überseeprovinzen sind, ne? Naja, egal. Ich glaube, ich lasse es erstmal mit dem Konvertieren. Weil es gerade recht zu so teuer für uns ist. So, Ideen nehme ich jetzt auch gerade gar nicht, weil. Obwohl, frühe Industrialisierung erhöht die Güter inland und hier. Oh, vierte Seeangriff und wir kriegen hier Rumpfstärke Schiffe. Ich glaube, ich brauche. Nee, ich verliere Innovationsfähigkeit. Nein, das will ich nicht. Wie lange dauert dieser Waffenstillstand noch? Bis April, also ungefähr ein Jahr noch. So, die können wir eigentlich verbinden. Vielleicht sollten wir unsere Truppen dort irgendwo hinschicken, wo die Unruhen nicht ganz so hoch sind. Damit die Truppen nicht überrascht werden. Es kann sein, dass dann mit einem Schlag 25.000 Feinde spawnen. Tja, und wir sind jetzt keine Großmacht mehr. Das heißt, unsere Flagge leuchtet nicht mehr rot auf. Aber wir werden uns den Titel der Großmacht wiederholen. Okay, unsere Flotte ist nun in Amerika angekommen. Komm, du kommst auch noch darüber. Jetzt schicken wir mal die 30 Flotten wieder zurück nach Europa. Wir haben auch noch drei Schiffe und drei Truppen, die können wir eigentlich auch hier irgendwie nach Norden schicken. Aber wer ist denn hier? Die Niederlande kolonisiert die Antillen. Cool. Sind weitere Transporter fertig. Na komm, ich sammle erstmal die ganzen Schiffe hier. Die sind ja alle so verstreut. Die müssen wir irgendwie hier alle vereinen. Hier haben wir noch zwei. Die sind schon recht weit weg. Ich schicke sie mal eher mit einer Zwischenstation hier erstmal über den Indischen Ozean. Ja, und das sind die Transporte, die ich hier fertig gebaut habe. Die können wir eigentlich nach Norfolk schicken. Können uns eigentlich einen Berater leisten. Wir sind hier recht weit hinten. Wir sollten uns einen Zweier holen. Wien hat sich zu Getreide geändert. Okay, eine typische Getreideprovinz. Hey, Timo hat das Mogulreich gegründet. Ich wusste, dass das passieren wird.
Und ihre Hauptstadt wurde verlegt. Es ist ihre Hauptstadt hier in Delhi, glaube ich. Ja. Und Delhi ist isoliert von dem anderen Reich, deswegen. Gerade stand hier noch Persisch-Mogulreich, jetzt nicht mehr. Komisch. Naja. Boah, ja. Boah, jede Menge Schiffe. So mag ich es. So, jetzt verbinden wir mal unsere Armada. Okay. Gut, nun zu den Huronen. Ich will ja Kanada gründen. Um Kanada gründen zu können, muss ich die Länder selber annektieren und darf sie nicht den 13 Kolonien geben. Oh, entschuldigt, dass ich hier dauernd so räusper, aber ich kann es mir gerade nicht verkneifen. Hey, Norwegen. Oh. Der Kirchenstaat hat Nemours erobert. Eiskalt. Oh. Und Aragorn erobert den Kirchenstaat. Und der Waffenstillstand mit den Huronen ist beendet. Jetzt können wir sie endlich angreifen. Das machen wir jetzt auch. Aber zuerst muss ich noch meinen Unterhalt erhöhen. Ja, jetzt kommen wir wieder ins Minus rein. Wir geben gerade recht viel für Berater aus. Vielleicht hätte ich mir doch lieber einen Einser holen sollen. So, holen wir uns lieber den hier. Und wir sollten vielleicht unseren Schwerpunkt verändern, eher auf administrative Handelskonflikt. Okay. Wenn ihr meint. Ja, wir können die schon mal angreifen. Die machen an unserer Truppen und wird sich eh gleich regenerieren. Und John Relic ist wieder in Amerika und kämpft wieder gegen die Huronen. So, jetzt frage ich mich, wo haben die ihre Armeen? Also hier haben sie gerade eine Armee rekrutiert. Wie viele Armeen haben sie eigentlich insgesamt? Ja, ist überschaubar. Maximal 17.000. Wir haben hier 18.000 zum Vergleich. Plus 22.000 unserer Verbündeten. Yes, Goldfieber! Unsere Minenarbeiter sind auf eine massive Goldader gestoßen. Nun strömen gewaltige Geldmengen in unsere Schatzkammer. So mag ich das. Das hilft uns sehr, damit wir endlich die Institution hier fördern können. Es wird langsam günstiger. Wachstum des Geschäfts für Tücher. Unsere Bemühungen, die Handelsgewinne im Gebiet London zu maximieren, hat in der Provinz Kent Früchte getragen. Unternehmer haben es geschafft, die Produktion von Tüchern deutlich zu erhöhen und neue Märkte für die Verarbeitung der Waren in unserer Hauptstadt gefunden. Und Regen in der Elfenbeinküste. Das erhöht deren Steuereinnahmen. Lauter gute Events jetzt. Schön. Jo, aber ich will weiterhin noch Geld ansparen. Ich könnte jetzt hier eigentlich theoretisch hier weiter hier konvertieren. Theoretisch das teuerste hier nehmen. Aber das will ich nicht. Ich will hier endlich hier diesen Knopf hier drücken. Fördern, den können wir erst drücken, wenn wir noch weitere 600 Gold angespart haben. Oder noch ein bisschen warten, bis weitere Provinzen von uns diese Institutionen erlangt haben. So, die 13 Kolonien besetzen nun ihre Hauptstadt.
können ja schon mal schauen, wie wir das machen, den Frieden. Naja, also ich nehme die Provinzen selber persönlich an meine Hand. Auch die Provinzen, die mein Vasall haben will. Ah ja, da ist die Armee. Sieht stärker aus, als es ist, weil so viele gerade sind, aber in der Zahl sind sie weniger als die, was wir hier haben. Okay, dann verteidigen wir mal das Gebiet von ihnen. Ja, die Portugiesen gehen hier immer weiter in den Norden rein. Vielleicht sollte ich hier weiter kolonisieren, damit die Kolonialnation der Portugiesen nicht ganz so stark wird. Weil, ja, wir wollen ja noch Kolonialkriege führen. Und Frankreich beleidigt mich. Was sagen Sie denn zu uns? Euer Königreich ist wahrlich nur ein Pferd wert. Wow, was für eine Beleidigung. Das mache ich auch. Was spöttische Beleidigung. Na komm, machen wir mal eine spöttische Beleidigung. Der französische Pöbel weiß nichts darüber, wie man einen Staat regiert. Österreich gefällt das. So. Ich frage mich, warum jetzt asiatische Musik läuft, obwohl wir hier in Nordamerika kämpfen. Das macht keinen Sinn. Moment, ich ändere mal die Musik. Die passt ja überhaupt gerade nicht. Machen wir mal die Karawane. Nee, passt nicht. Ich hätte gerne was Indianermäßiges. Das da. Dieses Geplänkel. Echt lästig. Ja, gehen wir mal zu den Niagara-Fällen. Ihr könnt euch auch über. Ja. Bezüttern geht halt so lang. Nordkastilien greift Navajo an. Schade, ich habe die Eingeborenen recht gemocht. So, ich denke mal, wir können unsere Armee aufteilen. Kaufleute verlangen nach Hilfe. Schickt ihnen, was sie brauchen. Freibeuterkapitän wird abtrünnig. Handelseffizienz sinkt sich. Mir passt es nicht ganz, dass die jetzt hier meine Provinzen besetzen, die 13 Kolonien, obwohl ich die eigentlich haben will. Ich will doch, dass sie Kanada kriegt. Verbreitung der Kaffeepflanze. Shit, warum klicke ich? Ja, ich bin gerade im Krieg, dann will ich mir ungern Events durchlesen. Ich hoffe, ihr versteht das. Wenn es euch interessiert, könnt ihr pausieren.
glaube, der Handelskonflikt ist jetzt irrelevant. Ha, wir haben ein paar von ihnen erwischt. Nice. Helfen wir dem mal aus bei der Belagerung. Ich will Kische angreifen. Okay, jetzt können wir mal hier einen Frieden machen. Was alles sind, will ich es eigentlich nicht. Ah, dann gibt mir mal jeder ein bisschen Gold. Ich habe aber nicht viel Gold. So, okay, ich kann gar nicht so viel fordern, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich alles haben, aber... Aber 13 Kolonien kann die nicht zur Kernprovinz machen. Ich will die eigentlich auch nicht die 13 Kolonien geben, diese Provinz. Ich will ja hier Kanada aufbauen. Das heißt, ich kann wohl übel nur wieder ein paar Teile hier fordern. Für mich selber. Naja, und diese Provinzen werden dieses Mal nicht Kanada zugesprochen, weil das eine neue, weil es ein neues Gebiet hier ist. Und wir haben meine Mission beendet. Wo ist die denn? Ah, hier, kolonisiert Kanada. Ja gut, die haben Kanada nicht direkt kolonisiert, aber dafür haben wir jetzt ein Gebiet in Kanada. Obwohl es kälter und rauer als die südlichen Länder ist, ist Kanada zur Ausbeutung reif. Exotische Felle, Holz und Mineralien sind in den verschneiten Bergen reichlich vorhanden. Wir kriegen jetzt für 20 Jahre Handelssteuerung plus 20% und Handelseinfluss im Ausland plus 15%. Jo. Müssen wir die Provinz natürlich umwandeln in eine Kernprovinz. Wir können hier eigentlich auch die Autonomie erhöhen, nicht dass hier wieder Rebellen aufploppen. So. Genau, genau. Theoretisch könnten wir jetzt auch die Shawnee angreifen, die sind verbündet mit Krieg, Illini, Wecken und Ojibwe. Sollte eigentlich schlagbar sein. Die Krieg, die sind ein bisschen mächtiger, aber auch nicht übermächtig, denke ich mal. Ja, wir können eigentlich den Krieg gleich erklären. Und ich mache wieder Vortexes an. Okay, wir brauchen nur noch 500 Gold. Theoretisch könnten wir jetzt ein Darlehen aufnehmen. Naja, mit einem Darlehen kommen wir nicht ran, wir müssen zwei aufnehmen. Komm, ich mach das jetzt. Autsch, autsch. Tja, jetzt fördern wir den globalen Handel. So, und jetzt können wir auch gleichzeitig die zwei Technologien hier durchsetzen. Gustav I. Adolf, König von Schweden, entwickelte die Infanterieeinheiten weiter, um ihre Feuerkraft zu verbessern. Seine Infanterieformationen wurden verkleinert und zu einem Dreieck umgeformt, um die Anzahl der Musketen zu erhöhen.
die in einer Salve schießen können. Die Ergänzung durch kleine Artilleriewaffen erhöhte die Feuerkraft der Infanterie nochmals. Ja, Militärattacke erhöht sich um 0,25 und wir können neue Truppenarten bauen und die Sternfestung. Und hier können wir noch die Kriegsgaleone erforschen. Die Kriegsgaleone, auch bekannt als Renngaleone, wurde gebaut, indem die Anzahl von Decks auf der Galeone verringert wurden. Hierdurch wurden Kanonen zugunsten Manövrierfähigkeit geopfert, was sich in der Schlacht als vorteilhaft erwies. Kolonisationsreichweite erhöht sich, Flottenunterhalt erhöht sich auch. Und wir können neue Schiffstypen bauen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir greifen erstmal die Ojibwe hier an. Und wir sind wieder eine Großmacht, da wir die Technologie, den Technologiemodus nicht mehr haben. Wir sind auf Platz 6. Hinter Frankreich. Aber vor Polen, Litauen und vor Kastilien. So, eine neue nationale Entscheidung können wir hier durchsetzen, nämlich Ostindisches Handelshaus. Das können wir machen, da wir eine Hafenprovinz in Indien, China, Japan und Ostindien besitzen. Echt? Okay. Da kriegen wir 200 Dukaten. Und wir erhalten den Modifikator Ostindische Handelskompanie bis zum Ende des Spiels, was uns ein Händler gewährt, einen zusätzlichen und Handelseinfluss global. Bam. Okay. Sollten wir hier mit dem Geld unsere Darlehen abzahlen? Die Ostindien-Kompanie. Die englische Ostindien-Kompanie, die 2 Jahre vor ihrer Schwestergesellschaft in den Niederlanden gegründet worden war, hatte anfangs einen schweren Stand. Ihre ersten Handelsposten auf den Molukken. Molukken sagt mir was. Müsste hier, glaube ich, sein. Ich bin mir nicht sicher. Oder hier, keine Ahnung. Und in Indonesien wurden schon bald von den Niederländern geschlossen und ihre Aktivitäten konzentrierten sich in der Folgezeit vor allem auf Indien, Madras, Bombay, Kalkutta. Hier sollte sie ihre größten Erfolge feiern dürfen, als sich aus kleinen Handelsunternehmern und Hafenfaktoreien das riesige indische Imperium von Warren Hastings und Robert Clive ab 1757 entwickelte, das bald den gesamten indischen Subkontinent kontrollierte. In der Folgezeit sollte die Gesellschaft all ihre Konkurrenten überdauern, bis sie 1867 im Kielwasser des Sepoy-Aufstands von 1857 schließlich von der britischen Regierung übernommen wurde. Wir werden diese Gelegenheit nutzen. Wir kriegen 100 Dukaten. Ich denke, jetzt können wir auch ein Darlehen damit zurückzahlen. Ja. Yep. Damit haben wir noch ein Darlehen offen. Hier sind die Shawnee. Oder sind. Ne, das ist Krieg. Wir führen Krieg gegen Krieg. Ja, Disziplin. Aha, dänische Nationalisten. Ausgerechnet in Island, da wo keine Rebellen sein sollten. Oder sein. Ja, da wo Rebellen katastrophal sind. Na gut, ich habe zum Glück mehr Schiffe jetzt gebaut. Das heißt, wir können hier mehr Truppen rüberschicken. Aufstieg des Klerus. Interessiert mich nicht. Hier wieder ein Event, was mich nicht interessiert. Weil wir im Krieg sind und das eigentlich irrelevant ist. Was die Spannung angeht. Okay, verbinden und jetzt nehmen wir mal einen Satz hier rüber und schicken ihn nach Dänemark. Dänemark, nach Island. Kameradschaftsgeist. Die
Belastung, die der militärische Lebensstil den Männern auferlegt, kann unter guten Umständen zur Entwicklung eines Geistes der Zugehörigkeit und Koordination, der mit der Streitkräfte stärkt. Während des jüngsten Konflikts mit Krieg haben wir deutliche Anzeichen dafür gesehen, dass unsere Truppen besser zusammenarbeiten und dass sie einen starken Bund von Loyalität und Pflichtbewusstsein gegenüber der Krone geformt haben, welche vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar gewesen waren. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Bucherei, interessiert mich nicht. Wir müssen unseren Handel schützen. So. Ach, die belagern jetzt hier Ottawa. Mann, die haben hier ganz schön viele Truppen. Ja, das sind schon mehr als die Huronen hatten. Hauen wir erstmal die Dänen hier weg. Denen geht's hier gerade so gut. Warum sind die eigentlich dänische Nationalisten in Island? Naja, die verlieren bald ihren. Ja, bald ist gut gesagt. Das sind wie viele Jahre? 100 Jahre? 104 Jahren. In 104 Jahren hat Dänemark keinen Anspruch mehr in Reykjavik. Wow. Ach, wir können. Naja, wobei, nee, ich nehme besser noch nicht die neuen Typen, weil sonst verlieren wir hier Moral. Bis meine Truppen die Waffen haben. Wobei, gerade sind sie eh nicht so wirklich im Einsatz. Na komm, dann nehme ich mal die neuen Truppen. Nehmen wir hier die gustavische Infanterie. Ja. Und eine weitere Technologie können wir erforschen. Die Universität. Die großen militärischen Universitäten waren selbstverständlich groß. Sie waren jedoch nicht in der Lage, für genügend Absolventen zu sorgen, um unsere wachsende Verwaltung besetzen zu können. Wir müssen unsere Universitäten ausbauen, da wir sonst zurückfallen. Jetzt können wir Universitäten bauen, aber ich glaube, das konnten wir vorher auch schon. Komischerweise. Verfügbare Staaten plus 5, administrative Effizienz plus 10, Entwicklungseffizienz plus 10. Jo. Und jetzt können wir neue Staaten begründen. Machen wir mal hier den Kongo. Na, Natal muss nicht sein. Inseln des Indischen Ozeans muss auch nicht sein. Östliches Polynesien. Nee, da haben wir auch nur eine Provinz. Denn das können wir uns eigentlich sparen. Ja, wobei. Das können wir eigentlich auch nehmen. Wenn wir hier weiter kolonisieren, sollte sich das, glaube ich, lohnen. Ansonsten habe ich kein Interesse, weitere Staaten zu gründen. So, also die Kriege, die sind hier gerade in einem Bürgerkrieg. Und Julen ist selbsterhaltend. Unsere australische Provinz hier. Das könnten wir eigentlich hier langsam Papua-Neuguinea besetzen, aber mir wäre es vielleicht doch lieber, wenn wir hier erstmal Amerika fertig bauen. Komplett. Und die Portugiesen ein wenig aufhalten. Das heißt, ich schicke jetzt mal einen dort und damit blocken wir sie ein wenig, dass sie hier nicht weitergehen. Er sitzt im Parlament. In Devon. Und eine weitere religiöse Aktion können wir. Nein, das will ich nicht. Das hier will ich. Na, ah, das hier. So. Klöster auflösen.
So, wir können hier schon mal definieren, was wir haben wollen. Also von dem Krieg wollen wir natürlich alles haben. Okay, es geht anscheinend nicht. Dann fordern wir nur Teile von dem Krieg. Dann müssen wir aber hier diese Provinzen besetzen vorher. Uiuiui, wo seid ihr jetzt hergekommen? Die sind listig. Wo ist mein Verbündeter eigentlich? Achso, ja, hier. Warum machst du das? Das macht keinen Sinn. Deine Heimat wird belagert und du greifst hier irgendeine Provinz in Nevada an. Nevada ist hier drüben. Gott, ich bin so dumm. Nein, das ist nicht Nevada. Nevada ist hier drüben. Das hatten wir auch schon. So, Illni Weken, Frieden. Ist die Provinz in Moment, ich schaue mir mal die Kolonialkarte an. Kolonialkarte. Kolonialisierung. Oh nee, das ist falsch. Hier. Naja, das ist schon in Louisiana, diese Provinz. Also alles, was hier türkis ist, will ich an die 13 Kolonien geben. Und alles, was hier blau ist, will ich Kanada geben. Und Louisiana, ich denke mal, Louisiana jetzt hier eine Kolonialnation aufzubauen, lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht. Also wir können hier eigentlich, diese Provinz will ich eigentlich nicht haben. Vassalisieren. Muss auch nicht sein. Also gibt mir Kriegsreparationen und ein bisschen Geld. Da bin ich eigentlich schon zufrieden. So. Jetzt müsste mein Vasall jetzt ja eigentlich hier rüber gehen und seine Heimat verteidigen. So, jetzt können wir die Krieg, glaube ich, auch aus dem Krieg hauen. Na, nicht ganz. Ich glaube, ich nehme noch die Provinzen, die hier die Rebellen besitzen. Vortexes. Ich habe doch hier einen Kolonist instand. Mein Gott, ey. Und der Cherokee. Dort lebten früher die Cherokee-Indianer. Einer unserer Berater ist gestorben. Ja, die altern langsam. Wir können uns den Kongolesen hier holen. Ich glaube, ich nehme jetzt auch schon zu lange auf. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Mach's gut, ey, Anka. Ciao.